Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über F1 2017. Und es ist wieder etwas aufgetaucht, ein kleines Gameplay oder besser gesagt eine Review über F1 2017. Und ich habe mir da mal Screenshots gemacht aus dem Laptop, in dem ihr den Upgrade-Baum und so weiter seht. Das ganze Video ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt, aber ich gehe jetzt hier nochmal extra darauf ein. Und es geht los hier, das ist nach einer Session. Da seht ihr die Ressourcenpunkte, die verteilt werden, ähnlich wie im letzten Jahr, mit einem minimal überarbeiteten Layout. Was auffällt, ist die Bonuszahlung von 2500 Ressourcenpunkten. Letztes Jahr gab es an der Stelle 500, jetzt das Fünffache. Das deutet schon mal darauf hin, dass wir einiges mehr an Ressourcenpunkten brauchen, um überhaupt Updates zu machen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum Codemasters uns so viel geben sollte. Dann der nächste Punkt. Hier sehen wir die Karriere. Da können wir einmal kurz rechts auf die Fahrzeugperformance eingehen. Da sehen wir, dass Mercedes das stärkste Team, das stärkste Fahrzeug in dem Spiel ist und relativ eng vor Ferrari sitzt. Damit etwas Abstand Red Bull, dann nochmal etwas Abstand Williams, dann erst Force India. Ich würde persönlich die beiden Teams tauschen. Vielleicht wird das ja noch gepatcht. Dann Renault. Toro Rosso, knapp dahinter Haas, die sind alle relativ nah beieinander, wie auch ein echter Team wären. Dann mit relativ viel Abstand McLaren und das schlechteste Team ist Sauber. Und wenn man sich den WM schon anguckt, ist es wahrscheinlich relativ, ja, so nachgebildet, wie es sein soll. Hoffentlich setzt sich das auch dann in-game gut um. Dann sehen wir hier auch noch die verschiedenen Richtungen, die man entwickeln kann. Das ist einmal, also Zuverlässigkeit, dann Chassis, Aerodynamik, Motor und ja, darunter sehen wir direkt einmal noch, wie gut das Auto dann abschneidet, also wo die Stärken des Fahrzeugs sind. Hier sehen wir zum Beispiel bei Force India, ist das Chassis nicht schlecht. Die Aerodynamik, ja, hat er schon zu leiden, hat man ja auch in echt gesehen. Zum Beispiel in Ungarn war Force India deutlich schwächer als zum Beispiel in Österreich. Und man sieht, dass die größte Stärke des Force Indias der Motor ist. Im nächsten Menü sieht man dann hier den Upgrade-Baum, wie angekündigt, das sieht echt kompliziert aus. Hier haben wir rechts nochmal die Kategorien und das betrifft einmal hier, also wir haben, ich erkläre es mal als ganz kurz insgesamt, wir haben jetzt einmal in der Mitte das Auswahlmenü, ihr könnt nach in vier Richtungen entwickeln, wie eben schon gezeigt. Und ja, links einmal den Motor und rechts unten sehen wir eine Grafik, da haben wir diese kleinen Sechsecke, das sind kleine Updates. Dann haben wir die Quadrate, das sind große Updates. Und dann gibt es noch die richtig großen Updates, die sind in einem, ja, Rechteck. Und wir sehen, dass man zuerst mit kleinen Updates anfangen muss, dann größere machen kann und dann am Ende die ultimativen Updates immer am Ende des Weges. Und man sieht echt, dass man verschiedene Richtungen entwickeln kann. Das heißt, ihr könnt zuerst vielleicht ganz nach links entwickeln oder euch zuerst nach unten entwickeln, zum Beispiel beim Motor. Da gibt es einige Möglichkeiten. Zuverlässigkeit gibt es dann noch und das ist, glaube ich, hat glaube ich die meisten Unterpunkte, allerdings nur kleine Updates. Weiß nicht, ob das auch fahrzeugspezifisch ist oder ob das insgesamt bei jedem Team so aussieht. Auf jeden Fall fällt da, wie gesagt, auf, dass es da sehr viele kleine Updates gibt. Ja, ansonsten geht es natürlich in die Richtung relativ gleich. Und man kann sich halt immer aussuchen, welche man entwickeln will. Und das finde ich sehr, sehr geil. Also, wenn ich diesen Baum schon sehe, bekomme ich richtig Bock auf den Karrieremodus. Hier einmal in der Nahaufnahme. Ihr könnt euch da dann so durchbewegen, wie gesagt. Ihr müsst halt, soweit ich es weiß, von links anfangen. Also, ihr müsst erstmal entscheiden, welche ihr gehen wollt und dann könnt ihr von da aus weitermachen. Also man kann jetzt nicht irgendeins ganz woanders auswählen, aber das ist, denke ich mal, logisch. Und wir sehen auch da oben rechts nochmal die Anzeige, wie groß das Update ist, wie lange es braucht, um entwickelt zu werden. Da vermute ich mal, dass die kleinen Updates, wie da steht, eine Woche brauchen und dann die größeren halt länger. Dann noch den Preis an Ressourcenpunkten und dann noch der Progress. Hier sehen wir dann noch ein weiteres Update, ich glaube, das ist Richtung Chassis. Ja, steht da ja. Und da sehen wir, dass das
auch ein kleines Update ist, aber das braucht schon 2 Wochen zu entwickeln und hat auch Kosten von 1000 Ressourcepunkten. Man scheint also nach dem ersten Rennen schon mal deutlich Updates machen zu können, aber ich denke mal, die bringen wahrscheinlich, wie gesagt, nicht so viel. Und 1000 hat, glaube ich, im letzten Spiel kein kleines Update nirgendwo gekostet. Also da auf die, auch definitiv Veränderung. Dann haben wir hier noch das Motorenmanagement. Hier haben wir den Motor, die Laufzeit, die steht bei 71 Runden. Da frage ich mich, ob das jetzt nur 71 Runden sind, weil wie oben links steht, wir nur 25% hier haben. Oder, naja, anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären. Also ich vermute mal, das wird mit runter skaliert auf die 25% Rennen. Als andere wird auch keinen Sinn ergeben. Wir fahren ja kein McLaren Honda. Und dann sehen wir da unten auch, wir haben die ganzen Einheiten, ganze Motoren, Komponenten. Wir sehen, eins ist momentan benutzt. Man kann dann 2, 3, 4 auswählen. Und dann sehen wir Plus. Ich vermute mal, wenn alle 4 bei euch im Eimer sind, klickt ihr auf das Plus, kriegt halt ein neues dazu und kriegt dann dafür eine Grid Penalty. Also, ich weiß natürlich nicht, ob es da noch weitergeht, aber ich vermute mal, man kann in der Theorie unendlich oder vielleicht haben sie auch irgendwo ein Limit gesetzt, aber man kann auf jeden Fall sehr viele Zusatzkomponenten sich wohl dazu holen. Dann sehen wir oben auch noch im selben Abschnitt, wie, also ist hier gerade das Vehicle Management, wir haben dann noch die Gearbox, also das Getriebe, das kann man auch noch nachgucken, wurde leider nicht gezeigt, und die Reifenaufteilung für das Wochenende, die ich auch gerne mal gesehen hätte, weil ich frage mich, ob die diesmal vielleicht ein bisschen bearbeitet haben, dass man noch mehr selbstständig sich zusammenstellen kann. Ja, dann sehen wir halt unten auch noch, wie abgenutzt die Teile sind, oder man kann sie dann dort sehen, wie abgenutzt sie sind. Und ja, hier nochmal die Übersicht, das sieht aus wie letztes Jahr, da die Reifenmischung, die anscheinend wieder mit ausgeglichen, weicher und härter gemacht werden. Dann wieder die Wettervorhersage und ja, natürlich die Location, wo man ist, war ja klar. Dann wieder die Rivalität in der Mitte und rechts die persönlichen Details und dann haben wir da unten wieder diesen Zufriedenheitsmesser. Da frage ich mich, es ist jetzt nicht mehr richtig in Abschnitte eingeteilt, ob jetzt auch immer noch mit plus 1, minus 1 und so gearbeitet wird oder ob da auch mehr oder ob das auch viel feiner sich entwickeln kann, ob das Team zufrieden ist oder nicht. Letztes Jahr war das ja gerade beim Top-Team ziemlich sinnfrei, dass man immer performt und einmal ein schlechtes Quali und schon war man nur noch im grünen Bereich. Vielleicht haben sie das ja auch überarbeitet. Ansonsten haben wir hier noch eine Szene vom Podium, habe ich auch aus dem Video, und da sehen wir das jetzt auch. Der Konstrukteur, der das Rennen gewonnen hat, mit aufs Podium kommt. Und zwar in dem Fall ist das hier Mercedes. Und ja, das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber immerhin etwas, was sie eingebaut haben, was ich im 16 noch ein bisschen vermisst habe. Und das ist doch schon mal gut, dass sie auch daran gearbeitet haben. Ja, ansonsten, was ich auch noch an Neuigkeiten für euch habe, man kann jetzt auch 2 Rennen an einem Wochenende fahren und wenn ich es richtig verstanden habe, das 2. Rennen auch mit umgekehrter Startaufstellung. Das ist natürlich ein Traum. Das wird für viel Spannung sorgen, ist ja auch eine Fantasie, die viele Fans haben. So ähnlich wie es in der GP2 ist. Und ja, mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, euch hat das Video erstmal gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut auf den Like-Button und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.